Willkommen zu einer neuen Runde Ark. Wie versprochen, werden wir uns jetzt gleich aufmachen. Zu den Dodos, die da vorne noch rumgucken. Dazu nehme ich jetzt mal alle Meobären mit, die die Damen und der Herr hier noch hat. Die können sich auch von was anderen ernähren. Zack, 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 der hat gleich noch ein bisschen mehr. Jawohl, die Narcoberries nehmen wir mal komplett mit. Dir geht's gut, dir geht's hervorragend, perfekt. Und dann, es waren glaube ich eh nur zwei Females dabei, die Männer will ich an sich eigentlich gar nicht. Der hat aber eine schöne Färbung hier. Ach doch, nicht so schön. Das sah mehr türkis aus von da hinten. Nummer 1. Und wo ist Nummer 2? Bist du Female? Bist Female, perfekt. Ja, die anderen laufen jetzt erstmal weg. Was bist du? Du bist ein Male. Oder hätte aber eine schöne, egal. Stirb. So. Zack, 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 zack. Bei dem müssen wir mal noch kurz ein bisschen gucken noch. Kommen wir wenigstens ein bisschen Leder. So, du bist der Erste. Betäube ich noch mal ein bisschen. Hier liegt der zweite oben, den betäube ich auch noch mal. Dann schnappen wir uns noch die restlichen hier. Sehr schön. Richtig viel Leid. Und da ist wieder ein Dilo, den können wir uns vielleicht auch. Mal schauen. Schnappen wir uns erstmal die restlichen Dodos hier. Das ist die falsche Richtung. Level up. Sehr schön. Dann können wir jetzt den Mörser auf alle Fälle schon mal. Und sonst mal schauen. Mal kurz nach den beiden hier gucken. Für die dürft ihr mir dann natürlich auch gern wieder Namensvorschläge machen. Wo ist er denn? Hier ist er? Bei dem war es jetzt schon echt knapp. Aber es sind ja gleich fertig. Noch zwei, drei Bären. Vielleicht vier. So, dann kümmern wir uns mal eben kurz um unser Level-Up. Ich mache erstmal ein bisschen Stamina. 14 Punkte, sehr schön. Wir können beides machen. Wir können sowohl den Mörser machen, als auch Narcotic. Perfekt. Das Bold Meat hat man immer mal. Und Narcobären, ja, die muss man halt sammeln. Beziehungsweise später werde ich mir die auch natürlich anbauen. Da muss ich die. Da gebe ich jetzt einfach mal kurz das Fleisch, was ich aus den Kollegen rausgeholt habe. Oh. Nee. Wir belassen es mal dabei. Und bei dir belassen wir es auch mal dabei. Da kommt eh angedackelt. So, die Narcobären klaue ich dir wieder. Das Miet, nein, das Miet lasse ich dir mal. Die Narcobären kann ich den glaube ich erstmal noch kurz lassen. Ja. Meine Damen, dann würde ich sagen, gehen wir nach Hause. Es sieht so witzig aus, wenn die sich so beeilen. Kommt mal. Hallo? Jetzt. Kommt auch noch hier so ein Stückchen rein, bitte.
Aber dann müssen wir vielleicht langsam echt irgendwie ein Gehege oder sowas machen für die. Na gut, ich lasse jetzt mal hier so stehen. Von dir will ich mal kurz alles. Von dir will ich mal kurz alles. Du kriegst mal wieder die Meobären. Du kannst hier mal die Hälfte abtreten. Und hier auch. Dann haben die zumindest mal was zu essen. Ich werde wahrscheinlich eh gleich nochmal Bären sammeln müssen, weil ich ja den Mörser jetzt machen möchte. Und dazu brauche ich dann nochmal Narkobären, um Narkotik herzustellen. Was benötige ich hier noch? 15 Heil, haben wir das nicht? Ah ne, 14 Einheit. Und wie viele Steine waren es? 65! Heftig. Aber haben wir zum Glück auch im Häuschen so. Dann können wir den schon mal direkt bauen. Wo stellen wir den denn hin? Da hinten ins Eck? Hier ins Bettende mit dazu? Ich stelle mir hier dazu. So, da kommt. Oh, ich habe noch. Wobei mehr. Bären müssen wir wahrscheinlich sogar gar nicht sammeln. Du kriegst mal noch Fleisch. So, Spoiler nehme ich wieder mit. Davon machen wir jetzt nämlich mal die ersten Narkotics. Das Gute an Narkotik ist nämlich auch, dass sich das halt hält. Das ist überhaupt nicht verderblich. Das ist halt auch nochmal ein sehr, sehr großer Vorteil im Vergleich zu dem. Na, zu den Narkobären. So, die gebe ich so lange nochmal unserem Kühlschrank. Hier geht's raus. Ja, du kannst eigentlich, beziehungsweise ich kann eigentlich das hier immer noch braten. So viel Romit brauchen wir dann doch nicht. Ich will mir zwar über kurz oder lang den Dilu, der da drüben rumgegeistert ist, auch noch holen. Mit ein bisschen Glück ist ja sogar dann ein anderes Geschlecht. Dann sind die auch noch Mate boosted, dann machen sie nochmal mehr Schaden. Du bist, ich glaube, das ist ein blauer. Den können wir noch nicht einsammeln. Level 25 sind wir leider noch lange nicht. Ich kann wirklich nochmal kurz ein paar Bären holen hier. Solange das Lagerfeuer brennt. Und dann würde ich gern irgendwie so eine Art Dodo-Gehege bauen. Ich weiß noch nicht ganz, wie wir das machen. Das Problem ist nämlich, dass die Dodo-Eier durch so eine Thatch-Foundation mal ganz gern durchfallen. Das ist nicht so angenehm. Muss ich mir noch irgendwas überlegen. Es gibt auch so Fence Foundations, nennt sich das. Das ist dann wirklich nur in der Tiefe bzw. in den Maßen von so einer Wand für unten drunter einfach nur eine Foundation. Die gibt es aber auch Thatch gar nicht. Die kommt dann erst, wenn wir das ganze Wooden-Zeug lernen können. Ach, das können wir teilweise sogar schon. Wooden Wall. Wooden Fence Foundation, wo ist sie denn? Können wir die schon bauen? Wooden Ceiling, Wooden Wall, Wooden. Nein! Ah, Level 15 müssen wir sein. Mit Level 15 können wir sie dann bauen. Dann können wir die so ein bisschen einzäunen. Okay, dann müssen wir noch 5 Level warten. Ich hole nochmal weiterhin ein paar Bären für die 2 Neulinge. Was ich natürlich so lange versuchen kann, weil ich möchte eigentlich schon so schnell wie möglich einzäunen, dass wir dieses andere Gebäude, was wir ja am Anfang gebaut haben, dass wir das einfach zum Dodo-Gehege umfunktionieren.
Muss ich nochmal gucken, ob ich da nicht doch vielleicht an irgendeiner der Seiten noch Foundations ranhängen kann, dass sie ein bisschen mehr Platz haben. Und vor allem müssen die, ach, die müssen aber auch irgendwie da hochkommen. Na gut, das könnte man von hinten sogar schaffen. Haben wir nicht, wir haben eigentlich noch, wir haben ja eine Foundation bekommen. Aus der Versorgungskapsel. Dann müssen wir bitte mein Fleisch so lang. Dankeschön. Du hast gelevelt. Und du da hinten hast auch gelevelt. Ja, wie gesagt, wir brauchen noch vier Namen für unsere Dodo-Weibchen. Immer her damit mit euren Vorschlägen. Weil das ist Roof, hier ist die Foundation. Schauen wir mal, ob wir die irgendwo noch ranhängen können. Weil hier sieht es eigentlich sogar recht gut aus. Perfekt. Perfekt, das machen wir. Dann gehe ich nochmal kurz zu Holz und. Ach nee, wir haben ja. Was haben wir denn noch in den Kisten? Ich brauche mal Holz. Ich brauche. Na gut. Der Thatch wird vermutlich nicht ganz reichen. Nein, 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 nein. Was mache ich denn? Foundation wollte ich. So, dafür fehlt jetzt was. Okay, dann düsen wir nochmal kurz los, wobei eine Foundation haben wir, die kann ich jetzt schon mal hinstellen. Die 8 ist es. Und vor allem, was mir auch gerade kommt, wir haben ja hier das Zeug, was wir abreißen müssen. Einmal diese Wall. Einmal diese Wall. Einmal diese Wall. Und diese Wand hier auch noch. So. Hier müssen wir irgendwo hinbauen, wo die Dodos hochkommen. Das ist hier, glaube ich, eher nicht der Fall. Das Gute ist nämlich, wenn sie wirklich durchfallen, kann ich sie eigentlich komplett überall aufsammeln. Also die Eier meine ich jetzt nicht, die Dodos. Und dann könnten wir ja eigentlich hier einen Eingang für die Dodos machen. Ich hole mal noch Wände und Dach und so weiter. Wann die Foundation brauchen wir nicht mehr, da kommt die Doorframe rein. Die Tür nehmen wir natürlich auch mit. So, ich nehme jetzt mal dich testweise einfach mit. Ach, er hier folgt mir jetzt. Nein, du folgst mir bitte nicht mehr. Okay. Ich habe mich schon gewundert, wen er jetzt beim ersten Pfeifen aktiviert hat. So, du kommst mal mit. Komm her hier. Ist jetzt schon mal gut. Schauen wir mal, ob wir dich von hier hochkriegen. Kurzes Ruckeln. Perfekt. Und mit der dann auch gleich, bevor wir es zumachen. So. Perfekt, die können wir hier dann schon mal stehen lassen. Der ist unten durchgelaufen. Der scheint am Dilo nicht vorbeizukommen. Dann nehmen wir den Dilo halt auch noch kurz mit. Und lassen ihn jetzt hier stehen. Die Dodos packen wir mal noch schnell hier hoch. Wo will denn der hin? Oh Mann, ey. Wieso folgst du mir denn noch? Ich hab dich doch eigentlich entfolgt. Danke. So.
Na komm, ist doch nicht so schwer hier hoch. Perfekt. Machen wir es einfach so, wenn er einzeln nicht will. So, du hast gelevelt, das ist ja schön. Du hast auch ein Spoiled Meat für mich, das ist auch halbwegs schön. Wir geben dir erstmal Leben. Du bist unsere kleine Kampfmaschine. Wo ist denn jetzt der Hahn im Korb hier, Mensch? Das ist der, der sich so dumm angestellt hat. Nein, du bist der Hahn im Korb, okay. Du bist ja mein Allround-Kühlschrank. Dann kann man nämlich gleich nochmal einen Narkotik machen für die 2,9. Oder über die 2,9 verteile ich gleich noch die Bären, die wie ich noch gesammelt habe. Zack, so. Walls. Ich brauche noch ein paar Walls. Die kann ich dann machen. Na? Wieso stackt er mir denn die hier nicht? Komisch. Perfekt. Kriegen wir ihn sogar zu. Die 8 kommt hier. Die Tür kommt natürlich rein hier. Dann kommt oben nochmal eine Wand drauf. Unten nochmal ein Dach. Perfekt. Perfekt. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, welche die neuen sind. Der hat verhältnismäßig viele Bären. Hier liegt doch schon das erste Ei. Du kriegst nochmal ein bisschen was. Und den Rest kriegt der andere neue, sofern ich ihn finde. Der ist hier. So, für den Kühlschrank habe ich nochmal Stimberries. Alles klar. Perfekt. Geht's hier raus? Hier geht's raus. So, du kommst wieder ein Stück mit hierher. Na komm. Also, musst du noch kacken. So, das sollte eigentlich passen, wo er jetzt steht. So, Stein kann ich hier rüber packen wieder, das ganze Falber und so weiter. Zack. Perfekt. Dann haben wir hier drüben jetzt unsere Dodo-Farm. Unsere kleine Dodo-Farm. Hat irgendwer gelevelt eigentlich? Irgendwas, glaube ich, hatte vorhin mal gelevelt, kann das sein? Nein? Ne? Habe ich mich vertan? Okay. Ich überlege gerade, ob ich die frei rumrennen lassen soll. Zumindest die Damen. Den Herrn will ich eigentlich nicht mit frei rumlaufen, weil dann haben wir das Problem, dass wir gleich richtige Dodo-Eier bekommen könnten. Und dafür bin ich noch überhaupt nicht ausgerüstet, einen Dodo zu züchten. Das geht ja mittlerweile auch seit ein paar Patches. Ist das möglich? Dinos und so weiter zu züchten direkt. Also quasi Männchen und Weibchen auf engen Raum und so, ne? Und das will ich eigentlich nicht, weil dann stirbt mir das Ei, beziehungsweise selbst wenn ich das Ei noch ausbrüten könnte, wahrscheinlich der Dodo irgendwann weg. Und das wäre eigentlich schade, aber die Weibchen könnte ich eigentlich echt rumlaufen lassen. Die Weibchen lasse ich rumlaufen. Dann sind sie auch nicht alle hier so eng aufeinander. Sieht eigentlich auch nicht so toll aus. Enable Wandering. Enable Wandering. Enable Wandering. Und Enable Wandering. So. Und der Hahn im Korb bleibt einfach feststehen hier. Dann finde ich auch immer gleich einen Kühlschrank. Der, der nicht rumrennt, ist der Kühlschrank. Nee, du gehst hier nicht raus. Das ist nur für mich die Tür. So. Dann haben wir unsere kleine Dodo-Farm. Sehr schön. Du schaust immer noch. Ja. Huhu. Ja, gut. So, was könnten wir denn jetzt eigentlich machen? Ich entferne mal die Sachen hier.
Ein Level-Up wäre eigentlich nicht schlecht, dass wir mal wieder ein paar neue Sachen noch machen könnten. Gerade so Zeug wie... Gut, Waterskin brauchen wir erstmal nicht. Aber... Oh, Entschuldigung. Ich musste kurz niesen. Eine Wooden Ramp sollte es irgendwo geben. Die gibt es, glaube ich, erst auf Level 10, kann es sein? Nein, die können wir sogar schon bauen. Die ist hier. Die versteckt sich immer so ein bisschen. Requires Wooden Ceiling. Wir müssen mal das Wooden Ceiling davor machen. Das ist im Grunde ein Dach. Ja, man kann also anfangen, tut es mit Thatch, also quasi billigste Bauweise, und das wird dann auch immer besser mit der Zeit. Also dann kommt eben Wooden Wall, Wooden Foundation, Wooden Ceiling, Wooden Wall sein, was gibt's denn noch? Wooden Door Frame, Wooden Door, Sloped Wooden Roof, Sloped Wood Wall, right, und so weiter und so fort. Dann kommt Stein, dann kommt Metall. Dürfte dann das letzte sein. Es geht ja, wie gesagt, bis Level 90 aktuell. Ich glaube, das hier unten ist dann so ein Raketendingens. So ein Raketengeschütz. Oder irgend sowas. Also ihr seht, man kommt sogar sehr, sehr weit in die Moderne von der Ausrüstung. Das hier ist zum Beispiel ein Sturmgewehr, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, also ein Raketenwerfer an sich gibt's auch. Das ist irgendwie so ein Maschinengewehrgeschütz, was automatisch auf böses Zeug feuert. Irgendwie so. Das kenne ich aber selber alles noch nicht. Ich bin mit meinem anderen Level 60, glaube ich, bis dahin kenne ich alles soweit, aber was darüber rausgeht, sieht dann eher mau aus. So, was machen wir denn noch? 20 Minuten ist ja doch fast ein bisschen kurz im Vergleich zu den anderen Folgen. Ich weiß nicht, aber gebäudetechnisch brauchen wir eigentlich auch erstmal nichts Neues. Das würde halt schön Punkte geben. Es war auch nervig mit Ressourcen sammeln und so weiter. Das könnte ich aber natürlich auch abseits der Aufnahme machen, dass ihr dann nicht immer dabei sein müsst, wenn ich die ganze Zeit Holz und so weiter sammle. Ja, was können wir noch machen? Kriege ich dich ins Haus? Ah, es kann wieder sein, dass es hier zu hoch ist. Das war auch das Problem bei den Dodos, weshalb die nicht in das Haus rein wollten. Probieren wir es mal aus. Komm so hoch. Komm schon, bitte. Oh, schade. Ich finde es immer so ein bisschen, ja, komisch, wenn die da einfach so. Oh, hilft ja nichts. Ja, aber da, wo jetzt ist, so steht er doch gut, so steht er gut. Ja, wir machen jetzt trotzdem Folgenende. Ist es halt mal wieder eine etwas kürzere, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm, denke ich mal. War jetzt noch irgendwas anzufangen, weiß ich nicht, 10 bis 15 Minuten, da schafft man dann auch doch nicht mehr so viel. Ja, da werden wir später dann mal kreativ, wenn wir ein bisschen mehr Baumöglichkeiten haben. Dann können wir die vielleicht noch irgendwie miteinander verbinden oder weiß ich was. Das sehen wir alles dann, wenn es soweit ist. Dann soll jetzt an dieser Stelle einfach Schluss sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, für die nächste Aufnahme lasse ich mir noch irgendwas einfallen. Das weiß ich jetzt gerade noch gar nicht so, was wir jetzt eigentlich noch machen könnten. Aktuell. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge zu einer neuen Runde Ark.